Ja, ohne dass ich jetzt hier werten möchte, aber wir können jetzt hier mal konkret vergleichen. Zwei Anbauverfahren, einmal biologisch, einmal konventionell. Und einfach mal ein bisschen reingehen und schauen. Paul, du bleibst hier beim Fahrrad, beim Johann. Wir sind nämlich gerade unterwegs. Und ich gehe auch davon aus, dass es okay ist für die zwei Besitzer der verschiedenen Flächen. Und ich möchte das auch gar nicht so werden machen, weil im Endeffekt kommt es nachher auf den Ertrag an, auf den Zuckergehalt und auf die Parameter, die nachher wirklich erwirtschaftet werden. Das hier ist die Fläche, wo der Farmdruide drauf gelaufen ist, der dann um die Pflanzen drum gehackt hat. Und das hier ist die Fläche, die konventionell bewirtschaftet wird, das heißt mit Herbiziden, Fungiziden, ganz normal, eben über Spritzung Pflanzenschutz erfährt und hier eben über mechanische Regelungen. Hier ist auch ganz deutlich, dass wir hier einen sehr guten Effekt hatten, als der Farmdruide ganz zu Beginn hier durchgefahren ist. Das war wirklich sauber. Jetzt vor kurzem war noch mal ein Gerät hier, was gegenläufige Gummiräder hatte, hier drüber gefahren ist, um noch mal das, was oberhalb der Rübe rauswächst, rauszuziehen. So meine Theorie. Ich war leider zu spät da, um zu sehen, wie es genau funktioniert. Auf jeden Fall kann man hier wirklich einen Unterschied sehen, einen optischen Unterschied. Es ist immer ein Problem, wenn Pflanzen verschattet werden, wenn Nährstoffe weggenommen werden durch Pflanzen, die eben nicht da stehen. Jetzt sagen wieder einige, ja, das ist jetzt hier eine Monokultur und das hier ist vielfältig. Ja, aber wenn ich Zuckerrüben anbaue, möchte ich Zucker ernten für euch, den ihr euch in den Kaffee tut. Überall ist Zucker drin. Egal, was ihr esst, Stück Kuchen, überall ist Zucker drin. Und wenn ich Kamillentee haben möchte, dann möchte ich nur Kamille ernten. Da ist, glaube ich, schon mal der eine Unterschied. Und es ist natürlich fraglich, wenn man die Pflanzen hier sieht, je nachdem ist die Düngung auch angepasst, dann eben an biologisch und Kunstdünger hört sich ja immer künstlich an. Aber ich bin gespannt. Ich werde vielleicht am Ende der Saison, wenn die Rüben geerntet werden, auch die Zahlen bekommen, wie viel Tonnen pro Hektar hier erwirtschaftet wurden, wie der Preisunterschied ist. Und ich möchte aber hier klarstellen, wenn ich meine Nahrungsgrundlage festlegen müsste, auf biologisch oder konventionell, dann würde ich immer konventionell vorziehen, weil jeder Pflanzenschutz, der bewährt ist, ist eine Garantie dafür, dass wir die Lebensmittel dann auch haben, nachdem hier geerntet wurde. Hier, das mag auch funktionieren, wir haben dieses Jahr ein nasses Jahr. Jedes Samenkorn, was im Boden ist, hat irgendwo durch den konstanten Wassereinfluss einen Anreiz bekommen, ja, auszutreiben, zu wachsen. Wir sehen es auch am Jakobskreuzkraut überall. Und ja, man weiß es nicht. Wenn wir jetzt hier 30% weniger Ertrag haben oder 50% weniger, dann müssten wir theoretisch doppelt so viel Fläche anbauen, um die gleiche Zuckermenge zu produzieren wie auf der Fläche. Ist das sinnvoll? Macht das Sinn in der jetzigen Situation, in der gesamtweltwirtschaftlichen Situation, in der täglich Menschen verhungern? Macht es Sinn? Wir brauchen doppelt so viel Ackerfläche. Man will aber eigentlich ja weniger Ackerfläche haben in Deutschland. Man möchte ja renaturieren. Also das ist die große Frage und das ist das große Problem. Und ich bin kein Gegner von Bio. Absolut nicht. Ich bin auch ein absoluter Befürworter von Sachen, die nach vorne gebracht werden, wo die Wissenschaft im Endeffekt dazu führen kann, dass es vielleicht konkurrenzfähig ist. Aber ich sehe es ganz ehrlich noch nicht kommen. Ich kann euch Getreideflächen zeigen, verheerend. Da weiß ich gar nicht, ob da überhaupt geerntet wird. Weil man überhaupt gar nicht erkennt, was für ein Getreide da stehen soll. Weil alles überwuchert ist von dem, was nicht drin stehen soll. Und das ist keine Monokultur hier. Das ist eine Reinsaat sozusagen. Hier ist nur die Zuckerrübe ausgesät. Und das ist die Frucht, die man hier ernten möchte. Monokultur ist zum Beispiel Wald, weil jedes Jahr wieder die gleichen Bäume da stehen, die gleiche Art. Aber hier steht nächstes Jahr wahrscheinlich Weizen auf beiden Flächen. Keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall im Auge halten. Das soll wirklich nicht abwertend irgendwie wirken. Bio gegen konventionell. Aber schon
ein Grundproblem darstellen und die Grundfrage auch, da hier haben wir Hühnerhirse, da freut man sich drüber, wenn man das im Feld hat und wenn sich das verbreitet, weil es einfach nicht mehr in den Griff zu kriegen ist. Ja, ich könnte jetzt hier Pflanzen rausziehen, ich mache das gar nicht, brauche ich nicht, ihr seht den Unterschied. Ne? Ich brauche keine Zuckerrübe rauszuziehen, um zu zeigen, dass sie kleiner ist als jetzt hier. Und natürlich kann die Pflanze viel mehr CO2 aufnehmen, die hat einen viel gesünderen Blattapparat als hier die Pflanzen. Ja, der Johann ruft, dem wird langweilig. Ich zeige euch mal mein Gespann hier. Und ich möchte euch das einfach nur hier mit auf den Weg geben. Wer die Augen aufhält und wirklich stark verunkrautete Flächen sieht, der weiß, dieses Jahr ist es ganz extrem, dass man einfach da Bio gegen konventionell sehen kann. Und ich verlasse mich auf konventionell. Und wenn unsere Regierung möchte, dass alles nur noch Bio ist, dann müssen wir einfach doppelt oder dreimal so viel anbauen. Oder noch mehr aus der Welt holen, und zwar hier hinholen. Und ich hatte jetzt auch mit jemandem gesprochen, weil unser Backweizen kommt ja von überall, nur nicht mehr aus Deutschland, weil es da eben keine Düngeverordnung gibt. Das Korn braucht einfach den Dünger, wenn es abreift, um eben die Proteinwerte zu bekommen. Kennt ihr vom Bodybuilden und so weiter. Und wenn es nicht mehr darf, dann muss das Getreide woanders herkommen, wo es erlaubt ist, wo es gar keine Düngeverordnung gibt. Da ballern die dann so viel Stickstoff zu, so viel Dünger zu, dass der Kornertrag und die Qualität des Korns eben backfähig ist. Und das ist diese Unehrlichkeit hier in Deutschland. Wir machen hier einen auf Öko, auf besser und. In Wirklichkeit holen wir uns das Gute, was dann backfähig ist, aus den Regionen in der ganzen Welt, wo eben unsere strengen Normen nicht sind. Und da müssen wir dran arbeiten. Und hier kann man ein wunderbares Beispiel sehen. Also, es geht weiter. Den Jungs ist langweilig. Ja, es geht weiter. Hier ist auch Daniel von Balzfort fleißig Stroh am Sammeln. Heute Morgen hat es schon wieder geregnet. Und ja, es ist wirklich ärgerlich. Rundballen, klar im Vorteil zu Quaderballen, die können Regen abhaben, weil das Netz hier das Wasser abperlen lässt. Ja, ich komme. Also, weiter geht's. Tschüss.